Happy New Year 2021 und immer noch Corona. Und immer noch der gleiche Kerl. Ja, Prost Corona. Prost. Ah, und was hast du dir alles vorgenommen? Trinkst du erstmal, bevor du mit mir quatschst? Fresse. Ich mir was vorgenommen? Ja. Weniger zu trinken. Zwei Tage hat's geschafft. Hab ich's geschafft. Ihr seht, es läuft schon wieder genauso wie immer. Ja, ihr seht auch, Dolly war beim Friseur. Prost auf Dolly. Prost auf Dolly. Ja, Prost. Ja, Prost, dann bleibst du mal oben. Prost auf den Kameramann Andi, Azubi. Ach, auf den Kameramann Azubi. Frohes Neues, Andi. Ja, frohes Neues. Der sitzt übrigens seit dem letzten Video hier. Ja, ich durfte ja nicht nach Hause. Nein. So sieht's aus. Ja, Hast du denn die Kette zwischendurch abgemacht, dass er pinkeln konnte, oder? Nein. Siehst du die Flecken da nicht? Riechst du das nicht? Boah. Das Aroma? Ja, aber nee, bis jetzt habe ich es nicht gerochen. Das ist ja die Verwesung von dem Bein, was ich mir abschneiden muss. Das juckt übrigens immer noch. Danke dafür. Gerne. So, Ja, bevor wir weiter quatschen, erstmal Intro. Intro. You will back. You will back for blood. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blattobo TV. Ja, 21. Oh ja, 3.1.2021. Und direkt mit einer guten Band. Definitiv. Und zwar heute zu Gast Killing Kate. Wie der Name ja schon bereits sagt, ist das eine Band mit Eiern in der Hose. Ah, richtig, Koran. Richtig, ey. Und einer Katze, die definitiv mehr als mit zwei Eiern in der Hose hat. Oh ja. Oh ja. Zählt selbst. Stell erstmal die Frage. Du hättest mich jetzt schon im neuen Jahr. Ja. Warte, wir sind noch nicht am Ende des Interviews. Oha. Die erste Frage, genau. Stellt euch kurz vor, tötet dabei aber niemanden. Schade. Sondern benutzt das Wort Leben und Tagespflege. Ihr wisst schon, ne? Arsch abwischen. Oh, musstest du das noch differenzieren? Hi, wir sind Killing Kate aus Wuppertal. Ich bin der Mücke, das ist der Arne. Und das ist der Christo. Und ich bin die Marissa. So, jetzt haben wir uns vorgestellt, wir sind eine Post-Grunge-Band aus Wuppertal. Wir leben hier ganz gerne. Leben. Wir sind bis auf Christoph noch nicht in der Tagespflege. Tagespflege. Und ja, ich hoffe, dass wir uns dann nächstes Jahr mal sehen. Aus Wuppertal. Will man da wirklich leben? Ja. Die Wupper. Die Schwebe. Züge, die fliegen. Hui. Wandernah. Aus Wuppertal, die soll gut sein übrigens. Ich kenne nur den Tupperwahl aus Wuppertal. Ne, den kenne ich nicht. Dann, jetzt kenne ich ja zwei Frauen, also Wandana und Patricia. Die Frau, die übrigens mehr Eier in der Hose hat als die anderen drei Herrschaften. Das habe ich mir auch geklappt. Mücke, da stimmt was nicht. Flo, hau die nächste Frage raus. Die nächste Frage. Wenn ein Apfel nie ganz rund ist, warum heißt es dann Apple Pie? Ja, das ist natürlich Ansichtssache. Du kannst jetzt natürlich das ganze Thema wieder tot diskutieren oder nicht, aber wenn du halt grundsätzlich alles nicht in seiner tatsächlichen Form betrachtest, sondern als Ding, dann ist ja alles irgendwie ein bisschen rund und auch perfekt wie ein Ring. Ohne Anfang und ohne Ende. Und das ist wiederum ein perfekter Kreis. Und deshalb gilt das auch für den Apple Pie. Wir sind doch alle ein bisschen Apple Pie. Apple Pie. Mücke, du bist der bessere Apple Pie. Ach du Kacke. Aber Mücke, wir kennen uns ja schon.
Wir kennen uns sehr gut. In der Mücke. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja, willst du sie stellen? Ja, gerne. Okay. Wer hat eigentlich bei euch die Hosen an? Obwohl, ich kann es mir schon beantworten. Aber, was tragt ihr darunter? Entschuldigung. Und das bestätigt uns, wer in dieser Band die Hosen an hat. Patricia. Prost, Patricia, auf dich. Prost. Du machst das gut. Irgendeiner muss halt das Steuerrad in der Hand haben. Ja. Mögt ihr eigentlich Lack oder Leder? DC oder Marvel? Oder doch lieber Meer, Strand oder lieber Alm? Leder. Strand. Marvel. Mich fragt mal wieder keiner. Oh. Patricia steht auf Leder. Oh. Wann spielt ihr nochmal bei uns? Ich habe jetzt leider meinen Kalender nicht hier. Könnte aber eine Hot Show werden. Ich muss noch mich putzen, um das asozial. PP, persönliches Fash. Wobei, dann sehe ich sie ganz von der Seite. Tja. Kann auch was Schönes sein. Kommen wir einfach mal zur nächsten Frage. Ich kann mir die Antwort zwar schon denken, aber ich stelle sie trotzdem. Wer von euch ist eigentlich der oder die heißeste und warum? Na, die ist ja klar. Ist ja nur eine, ist ja nur Patricia. Ja. Mal gucken, Mücke, bist du's? Halt doch mal da rein. 97.1. Ah. 98.5. Ich war raus. Liebe Patricia, ja, du bist hot, aber Mücke ist heißer. Sowas von. Ne, Flo? Ich glaube, du warst irgendwie, ne? Das war wieder so klar. Kaum läuft die Kamera, sagst du was ganz anderes, als wenn die Kamera aus ist. Stimmt doch gar nicht. Du hast gerade noch gesagt, Mücke hat schon einen geilen Oberbau. Er hatte auch. Er hat der große... Ich habe ja gesagt, er ist heiß. Und jetzt sagst du nein? Er hat einen großen Oberbau. Stell die nächste Frage. Nein, stell jetzt die nächste Frage. Komm. Die nächste Frage? Ja. Wen nehmt ihr abends mit ins Bett? Und weshalb? Ah ja. Frage zu 50% beantwortet. Weshalb fehlt? Danke. Wohl wahr. Jeder kennt sie. Jeder liebt sie. Jeder mag sie. Sie sind klein und blau. Und wohnen? In Schlumpfhausen. Wir reden hier von den Schlümpfen. Stellt euch vor, ihr würdet ein Schlumpf sein. Welcher Schlumpf wärt ihr? Und warum? Genau der. Strumpf, Schlumpf. Sumpf, Schlumpf. Dumpf, Schlumpf. Rumpf, Schlumpf.
Dummschlumpf. Dummschlumpf. Du! Nee, du. Egal. Ich bin Schlaubi-Schlumpf, ich bin der Techniker. Ich bin Papa Schlumpf. Ich bin der Allwissende. Verdammt, das passt. Ich bin der Stumpf aus dem Off. Ja, das glauben wir dir, dass du aus dem Off bist. Ja. Aus dem ganz Off. Letzten Worte noch? Ja. Mücke. Denk dran, beim nächsten Bandabend. Nimm ihn mal ran. Der ist nämlich fresh. Warum denn Mücke? Lass mich Patricia machen. Warum? Ich finde sie irgendwie sympathisch. Patricia, hier, das ist der kleine Flo. Mikropenis. Noch keine 30, Kameramann dacht. Und sucht eine sie. Ja. Yeah. Für nicht nur eine Nacht, vielleicht auch zwei. Oder drei. Falls du Interesse hast, beim Bandabend, die Bandabende finden in einem Hotel statt. So, in diesem Sinne geben wir mal die letzten Worte an euch ab. Genau. Und wünschen euch noch einen guten Start ins 2021. Jahr. Mit Corona immer noch. Wir hoffentlich machen das nicht Beste mehr lange. Aus. Wir wollen nämlich wieder veranstalten. Wir hoffen es. Macht's gut. Wir sind raus. Ciao. Zum Abschluss noch eine Frage. Wart ihr eigentlich schon mal in einem türkischen Männergefängnis? So, Outtakes! Der F***. Okay. Warte mal, wir müssen hier noch ein bisschen verumsteigen. Oder hast du jetzt doch schon an? Was? Hast du sogar angemacht? Was an? Kamera? Achso, nee, noch nicht. Klopp. So, ich würde sagen, mach mal die Kamera. Ja, mach die Kamera. Alles klar, dann bitte schön. Das war gut. Du musst nichts drücken, keine Panik. Ich muss nur mal anzählen. Genau. Ah. Das Intro läuft ja noch, wir haben noch Zeit. So, nee, das Intro ist vorbei. Was? Ja. Ja, warte, ich muss noch Bayer schreiben. Weißt du, wie? Ich habe, glaube ich, 3 Outtakes, wo Otto rülpst. Das ist super. Jetzt hast du 4. Verschiedene Tonlagen. Kann man mal. Nee, aber immer wieder ein neuer Text dahinter. Ist es halt vor allem die Tagespflege, aus der er jetzt gerade zugeschaltet wurde. Ach, der war kacke. Oh, das ist die Weihnachtszeit schon wieder vorbei, ne? Wir fangen jetzt noch nicht an. Doch, wir fangen an. Nein, ich hab doch meine Rede. Ach, du hast deine Rede? Ja, okay, mach deine Rede. Ja, außerdem hat er nicht gezählt. Okay. Geht doch, ja. Ja, hi, wir sind Killing Kate aus Wuppertal. Hi. Entschuldigung. Geht doch, ist doch keine Frage mehr. Gut. Hi, ich bin Mücke von Killing Kate. Hi, ich nicht. Aber ich bin auch bei Killing Kate. Du musst anfangen. 3. Das irgend schneidest du. Scheiße. Nein! Und schon wieder drin! Du bringst mich raus, Alter. Sag ja, niemals Dinge. Ich glaube, das haben wir mal gut gemacht. Das war super, ohne Alter. Ohne abzusprechen. Ein Wortspiel. Das kann Ali nicht. Das war super. Ernsthaft? Ja. Ich hätte jetzt meinen Fernseher kaputt geschlagen. Warum? Ja, war doch geil. Flo, welcher Flo wärst du?